Herr Pfarrer und Herr Bürgermeister, Damen, Herren und andere Geister, kurzum, wertes Publikum, bitte ein Silenzio. Denn das ist der erste Akt und der spielt im Trauertakt. Hier wird einer übergeben seinem Grab. Andere leben kreuzfidel bei Bier und Weib und so manchen Zeitvertreib. Ist das auch nicht wohlgetan? Die Natur ficht das nicht an. Der Natur ist es egal, sie tut beides überall, wie es ihr vorgeschrieben steht. Einzig, dass die Zeit vergeht. Darum, Leid, passt jetzt gut auf. Unser Gespräch nimmt seinen Lauf. So, da schau her. Nicht da. Lass mich aus. Ich bin doch verlobt. Oh, sorry. Aber was ist denn heute schon eine Verlobung? Mein Gott, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Heiraten. Ja, das will ich ja. Ja, aber den falschen. The man you love. Ein verstaubter Titel, nicht mehr in. Hättest du vor 4 Wochen was gesagt. Ja. Da war ja am Ende noch der erste Liebe gewesen, was? Mein Gott. Was wird mein Xaverl dazu sagen? Ja, was wird der schon sagen? Fluchen wird er, Zorn wird er kriegen. Ja. Umbringer wird er mich mengen. Okay, spinne. Oder er versucht es, mich wirtschaftlich zu ruinieren. Ja, möglich wäre es ihm ja, gell? Bei seinem Vater, dem Herrn Abgeordneten. Bei dem heißt es auch, der Papa wird schon richten. Ja, du, am Ende ist es ihm sogar wurscht. Seinem Herrn Vater bin ich sowieso zu wenig. Ja, allerdings, gell, mit dem Xaverl, da machst du natürlich eine Partie. Und bei mir, da bist du ja bloß eine Musikantenfrau. Aber auf den Sentimental Drive ist Pfiffen. Ich bin die Tochter von einem Musiker. Wäre ich die Frau von einem Musiker, bleib ich gesellschaftlich, was ich bin. Just a moment, gell? Das ist für ein Unterschied. Also, dein alter Vater bei aller Sympathie, ja, das ist ein lieber Trottel. Oh. Ja, aber der ist Musiker, also doch ein alter Hurt. So. Der hat doch keinen Rhythmus und keinen Sound. Dafür einen geschlamperten Ansatz. Okay. Und überhaupt ein ordinäres Instrument. So. Kriegt der Herr noch ein Bier oder möchten Sie zahlen? Ja, Herrschaftszeiten, hört doch die Musik da draußen einmal an. Doch kein Rhythmus und kein Wave. Also wenn es am Grab wenigstens ein Blues blasert, das ist traurig. Das ist traurig. Ja, das ist ja eine Trauermusik, Depp. Oh, stopp, Girl, du. Es ist ja ein Unterschied, ob man eine melancholische Musik braucht oder ob Melancholiker eine Musik machen. Zu hoch für dich? You not understand? Nein. Das ist keine Trauermusik, das ist eine traurige Musik. Je trauriger die Musik, desto großartiger die Trauermusik. Jetzt komm mal, jetzt hör mal hier, hör mal genau zu. Schön. Hm. Uralt Bavarian Sound. Ergreifend. Ja, besonders der Bass. Mir reißt das Ohrweisel weg, da geh ich noch lieber in ein Disco. Ja, wieso noch lieber? Ich hab gemeint, Disco, das ist deine Musik.
aber Girl, du hast ja so viel Ahnung wie dein Vater. Schau her, zwischen einer Liveband und einem Discoladen mit einem Scheuplattentantler, da gibt's ja Konkurrenzen, da gibt es Kämpfe. Ich denk, du hättest dir gerne mal eine eigene Platten machen, Ja, bin noch nicht ganz so weit, sorry. Im Übrigen machen die meisten in ihrem Leben eh bloß zwei Platten. Die erste und die letzte. Ach so. Ja, Menschenskinder, da steht doch eine ganze Industrie dahinter. Da brauchst du einen Promoter, da brauchst du einen Sponsor. Also man könnte meinen, du hättest in der Schleichwieser Volksschule Englisch gelernt. Na. Du kannst nichts mehr aushalten, verstehst du? Für ein frommes Gemüt ist das einfach zu erschütternd. Ich bin gewiss ein harter Mensch, aber nur unter die Lebendigen. Geh bitte schön, Brigitte, bring mir ein Bier. Ja. Servus, Wurstl. Grüß dich. Ja, es ist ein Jammer auf der Welt. Die meisten Leute merken es bloß nicht. Aber ich als Wirt, ich kenne das gut. Mit dieser Beerdigung da draußen, da bröckelt wieder ein Drum von der bayerischen Kultur ab. Schön, Spunz. Ja, sehr schön. Das geht einem durch und durch. Also so viel Traurigkeit hätte ich mir eigentlich gar nicht zutraut. Ja, sag mal, was spinnst du? Das schickst du nicht, wo draußen am Friedhof gerade ein Mensch in sein Grab gelegt werden. Ja, was für ein Mensch? Ja. Der hat nur ein Bier vertrauen können. Also mit der Power in the picture. Der lässt sich nichts sagen. Ja, Grutzi, dir ist jetzt keine Ruhe. Der Kasten dann überhaupt da, wenn er nicht da sein darf? Weil das jetzt nicht in ist, du Amerika-Simmel. Also. Jede Musik hat ihre Zeit, gell? An meinem Grab, verstehst du, muss einmal eine Jazzband spielen. Schön fetzig. Tuk, 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 mit fünf Gitarren. Du, von mir aus lass du dich im Urwald vor den Menschenfresser verspeisen, gell? Aber heute, da wird der Müllner-Baptist eingraben, der Klarinettist von unserer Musikkapelle. Und da verbitte ich mir, aus reiner Pietät, noch dazu, wo er mein Stammgast war, dieses Gedudel, verstehst? Ja, aber das hat doch einen Drive. That's music. Ah, that's is music. Die alten Leute mögen's nicht und die Jungen trinken nichts. Stehen wir Kasten dann da, hä? Why? Aus Verzweiflung. Ein verzagter Mensch ist zu allem fähig. Also, deine Gefühle, da glaube ich nicht ganz. Du hast mir keinen Style und keinen Swing. Okay, schwinde. Ich mag doch die Musik auch nicht allzu gern, das weißt doch nicht. Aber was tut man nicht alles fürs Geschäft? Ja, du bist mir so ein Bazi, du, gell. Aber das sag ich dir, gell. Damit machst du mir für keine Disco auf. Hä? Lass den Apparat ja nicht zum Tanz aufspielen, gell. Weil dafür sind wir da, die Charivari von Schleichwies. Merkt ihr das? Mein Schauwurstl. Die Situation von einem heutigen Gastwirt ist ja sowieso hoffnungslos. Ja, die alten Leute mögen keine moderne Musik. Und die Jungen, die mögen modern, aber kein Bier. Ja, mach ich der Seniorenwirtschaft. Und jetzt kommt aber erst die Katastrophe für einen Wirt. Weil jetzt nämlich schön langsam der Zeitpunkt kommt, wo die Alten nichts mehr vertragen. Der Michi, dem fällt's auf der Leber. Der Schmied hat's am Herzen. Der Hahnhof am Kreislauf. Bleibt nur noch der einzige Gsaferl, der Sauhandler. Ja, das heißt, es sind alle zwei sehr gute Gäste, der Junior und der Senior. Ja, aber es muss ja nicht immer ein Bier gesoffen werden. Ja, mit dem Limonade und dem anderen Quatsch geht auch was. Brigitte, ich bin doch kein Kracherlwirt. Ich bin ein Bierwirt. Aber die Automobile, die sind unser ganzer Ruin. Ja, ich meine, der Rock und der Pop. Weißt du, ein Wirt hat heutzutage mehrere Feinde. Die schlimmsten aber sind die Promille. Ja, weil die Kraftfahrer alle so viel Angst haben davor, ist ja logisch. Ja, mei. Viel Feind, viel Ehr. Oh. Ich bin ja ein politischer Mensch. Und ich habe das dem Sauhandler Gsaferl, dem Herrn Abgeordneten, schon oft gesagt. Also ich bin politisch für eine Subvention des Gaststättengewerbes. Brav, ja. Ja, freilich, ja. Alles wird heutzutage subventioniert, nicht wahr? Landwirtschaft, ja. Eisen, Stahl, Kohle. Weißt du was? Für eine Promille-Ausgleichssteuer müssen wir Wirte kämpfen, verstehst? Ja. Jawohl. 1 Promille, 1% von der Kraftfahrzeugsteuer. Dann kann uns eins auch leben. Verstehst? Und überhaupt soll der Bierpreis mit dem Benzinpreis gehen. Prost. Ja, aber Gott sei Dank haben wir ja noch die Sänger, die Schützen und die Fußballer. Hm. Komm, Brigitte, hör mir doch mit den Vereinen auf. Schau, unsere Fußballer zum Beispiel
haben vor 9 Monaten den letzten Sieg feiern können. Ja, die feiern eine Niederlage gerade so. Ja, früher Zeiten, da haben die Leute gesoffen. Und besonders, wenn es traurig war. Nicht? Aber heutzutage, heute gibt es zu viel Alkoholiker, die kaufen es tragerweise im Supermarkt und zu wenig Gäste für einen Wirt. Du, sag mal, hast du eigentlich den sogenannten Musikanten da draußen schon gesagt, dass ich morgen mit meiner Band den Feuerwehrball spiele? Nein. Dann wird's aber Zeit. Ach, Bastl, es ist alles so fürchterlich traurig. Die Beerdigung ist zent, die Leute gehen schon vom Friedhof. Aber die Schuldigen sind nur die Frauen. Okay. Ja, freilich. Die Weiberleute sind doch heutzutage alle viel zu schön und vor allem viel zu sexy, verstehst? Ein Mann braucht aber ein böses und ein greisliches Weib daheim, dann geht er ins Wirtshaus. Ich glaub, sie kommen. Mei, wer kommt denn schon zu uns? Die Musikanten und die Schirgeln wieder auf ein Freibier. Der Verstorbene war doch ein armer Tropf, der nichts hinterlässt wie nur einen Gläubiger. Und das bin ich mit 16 Maß Bier. Na lieber, mit solchen Beerdigungen, Wastl, da kann ein Wirt nicht fett werden. Außerdem habe ich das falsche Parteilokal, weil die ganzen CSUler zum Neuwirt drinnen ist. Das möchte die Schwarzen auch noch nachlaufen. Wastl, als Wirt muss man diplomatisch sein. Ja, du bist ja diplomatisch. Okay. Aber schlecht geht's da scheint's nicht, hä? Mit deinem Ranzerl. Du holst mir mein Becherl vor. Schau, ich bin eben ein armer Mensch, weil ich mir keine Entfettungskur leisten kann. Sie kommen schon, unsere guten, braven Musikanten. Ja, das kostet mir aber mal das 5-Maß Freibier. Okay. Hör auf, Wachtel! Das gehört auf, Musikanten! Ich muss mich nicht ruhig lassen mit dir, gell? Gut, die Herren. Ja, so, die Herren von der Konkurrenz. Mein aufrichtiges Beileid zum Heimgang Ihres Klarinettisten. Der Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Und ein Maßbier dazu. Schleich die Lausbur. Du gehst für die anständige Fastel. Ich, ja. Fahr die Gesellschaft. Schön hab's gespielt. Traurig, aber schön, Kameraden. Wunderschön. Jetzt haben wir keine Klarinetten mehr. Ja. Aus ist mit dem lustigen Tideltideltum. Aus. Kameraden, unsere ganze Kapelle klingt anders. Jetzt sind wir ganz aus Blech. Keine Klarinetten, gerade nur Trompeten und ein Pompadon. Da hast du was davon. Bleib stehen und fall mir die rum. Jetzt haben wir eine klassische Besetzung. Aber selten ein Schaden, wo nicht auch ein Nutzen dabei ist. Lassen wir unseren guten Baptist seine Seelenruhe und trinken wir einen Schluck auf sein ewiges Heil. Aber ehrlich gesagt, der Besser ist ja nimmer gewinnen. Es ist ihm allerweil einen Takt früher der Blaser rausgekommen. Red nicht schlecht über den Baptist. Er war schon ein richtiger Musikant. Und taktsicher, gell? Ja, was hilft er denn die Taktsicherheit, wenn er es nicht mehr halten kann? Oder hast du die Klarinetten nur rausgehört die letzten 3-4 Jahre? Ich nicht. Ja, Michi, du mit deinem Pumperton, das ist kein Vergleich. Aufs Hören kommt es nicht immer drauf an in der Musik. Aber der Baptist, der hat ein Gefühl gehabt. Sind wir trotzdem froh, dass er als Erster hat gehen müssen. Ist nicht wahr? Halt mal brav zusammen und mit 5 Blech geht's auch noch. Du bist ganz stark da hinten. Meis an Start. Ruhe! Gleich kommt's Bier, meine Herren. Sofort. Ja, das ist recht. Auf dem alten Kameraden krieg ich wie ein Durst, als wenn ich einen Defiliermarsch dreimal hintereinander bloß nicht. Es gibt verschiedene Stickel, die einen besonders hohen Bierverschleiß haben. Ja. Bei mir ist der Musin ein Marsch. So, zum Wohlsein. Zum Wohlsein. Ein Glück ist trotzdem, dass keiner von uns gestorben ist. Jetzt stellt's euch vor. Der Baptist sitzt ja da mit seiner Klarinetten und ich, der Pumperton, ich, der Trast am Friedhof liegt. Ja, ich darf gar nicht dran denken. Unsere ganze Harmonie hätte ja kein Fundament mehr. Weil der Bass, das musst du merken, der Bass ist das Wichtigste von der Musik. Das hat schon der Dings gesagt. Der, wer? Na, der Mozart. Ah, der. Ja. Und der Bach hat es ihm bestätigt. Jesus, look, your people. Ha. Musikanten, Kameraden, ich muss euch was... Was ist?
Nein, nein. Trink mal. Prost. 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 Nein. Nein, ich muss euch doch sagen. Was musst du uns sagen? Ja, es handelt sich um den morgigen Feuerwehrball. Brauchst keine Angst, nicht haben wird. Wir spielen deinen Feuerwehrball. Und erstklassig werden wir spielen, da wird's spitzen. Ein rechter Musikant kennt keine Trauerzeit. Der Feuerwehrball ist jetzt bald unser einziger Lichtblick im ganzen Jahr. Das wäre am Baptist nicht recht gewesen, wenn wir zwingend sehr pausieren täten. Ja. Klarinetten hin, Klarinetten her, wir werden morgen so lustig abspielen, dass die jüngsten Madeln fußkrank werden. Ja. Sprich, Michi, lauter sprich. Voriges Jahr waren 8 Paare auf dem Tanzboden. Ja, es gibt schlechte Jahre, nicht? Der Seppi, vor 2 Jahren, da waren es vielleicht 14. Vielleicht liegt es am Wirtshaus? Nein, nein, das liegt nicht am Wirtshaus. Warum ist denn mein Saal gesteckt voll, wenn die Charivari von Schleichwil spielen? Ha? Hört, hört. Da müssen die Hälfte Leute wieder heimgehen, weil es keinen Platz kriegt. Das sind Geschäfte, Mickel. Weil wir avantgardistisch spielen. Jawohl. Red noch weiter, Wirt. Bring's nicht übers Herz. Am Baptist sein letzter Gedanke ist der Feuerwehrball gewesen. Am Mittwoch um 3 Nachmittag hat er noch gesagt. Bei vollem Bewusstsein. Mir ist zum Feuerwehrball, hat er gesagt. Und ich habe bereits eine Geschau gehabt, dass wieder bloß hingeht. Mir ist zum Feuerwehrball das erste Mal ohne Klarinette spielen. Bei vollem Bewusstsein. Ja, ja. Und um 5 Uhr war er allein. Der Herrchen gibt die ewige Ruhe. Das macht keinen Eindruck auf dich. Doch. 50 Jahre lang hat der Baptist am Schleichwieser Feuerwehrball die Klarinetten gespielt. 50 Jahre! Bloß ja, ich bin jetzt seit 40 Jahren am Pumperton. Ne? 10 Jahre packt man's noch. Ja, leicht. Ja, ganz leicht. Also, ich bring's nicht übers Herz, dass ich euch die Wahrheit sag. Jetzt lass dein windiges Wirtsherz aus dem Spiel. Sag's? Nein, morgen war's dann. Morgen. Heute wär's einfach pietätlos. Gut, dann sag's ich. Sorry, Gentlemen, aber ihr könnt morgen alle daheim bleiben. Bei dem Ball spiel ich mit meiner Band. Was ist? Hä? Was sagt ihr? Der Wirt wünscht es, jawohl. Der Feuerwehrhauptmann wünscht es und das Publikum sowieso. Glaubst du mir's, Kameraden, es tut mir weh. Sehr weh. Na, sei nicht traurig, Papa. Ja, es hat doch jeder von euch einen Nebenverdienst. Oder schon eine Rente. Ich mein, ihr müsst euch einmal damit abfinden. Ja, ist denn sowas in Bayern erlaubt? Michi. Da brauche ich doch keine Erlaubnis, wenn's meine Gäste verlangen. Dann wir bloß noch für die Totentänze. Ja. Spinner, die Lausbuben und Urwaldmusiker sind dir lieber, als wir aufrechte bayerische Musiker. Nein, mir nicht, Michi, mir nicht, das weißt du ganz genau. Aber der Freiwilligen Feuerwehr und dem Publikum. Ja, wenn du gerade morgen während der Tanzerei eine Feuersbrunst, was Gott verhüte, ausbrechen darf. Du halt dich vielleicht zurück, gell? Was der mit seiner narrischen Bande, mit seiner zusammenzupften, an tonähnlichen Lauten rausbringt, die spielen ja mir in der Früh um 4 Uhr. Psufa! Ja. So langsam, Alter, gell? Wären wir nicht unsympathisch? Ihr habt doch keine Ahnung von Rhythmus und Sound, oder? Oder habt ihr in einem Leben jemals ein Cha-Cha-Cha oder ein Rumba oder ein Boogie blasen? Da ist nichts bekannt, gell? Können wir alles? Spielen's aber nicht. Ja, wir auch nicht. Das haben wir ja schon vor 20 Jahren vergessen. Schau, und dann Madison und dann Twist und das ganze Club. Weil heute heißt es nur noch Rock, 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 Hard Rock, verstehst? Dazwischen ein bisschen Wave Touch und ein Chai-Du-Du-Ba-Du. Warum redet denn der Rutzlefe mit uns Chinesisch? Ich bin eine anständige, eine deutsche Musik. Eine aufrechte, bayerische. Ja, wenn ihr euch wenigstens als Old Bavarian Country Sound verkaufen könnt, aber schau, ihr seid ja nicht einmal Country. Ihr seid ja bloß Old Bavarian. Eine traurige Pressband. Ja, ein Pressack, den kannst du fressen, aufzeichnen. Wir spielen einen Zwiefachen und einen Landlerischen, ein Hirtermadel und die Kreuzbrücker, einen Schweinern, einen Siebenschritt und einen Kikriki. Ja. Ja. Ist ein Tanz, wir spielen aber auch gut bürgerlich, ein Fransee, Mazurka und ein Rheinländer. Aber kein Pressack, du, auf dem Ruck, du. Spielst doch im Altersheim. Oh, will ich eingreifen? Bleib sitzen, Seppi. Der ist gestraft, nur wenn er seinen Lebtag das gestampfte Gedudel hören muss. Hör halt auf, Wastl. Denk doch dran, dass mein Vater dabei ist. Na und? Der merkt's ja mal am wenigsten.
Ja, und überhaupt, ja, überhaupt. Wir haben uns denn die Herren von der Blechmusik vor 10 Jahren noch ausgelacht. He? Wir haben sie sich denn gefreut über unser Elend. Aber die bessere Musik, die hat halt doch gesiegt. Weil heute beherrschen wir die bäuerlichen Tanzböden im ganzen Landkreis. Jeden Ball, jede Hochzeit, hundertprozentig und endgültig. Ja, sogar der Vorstand vom Trachtenverein, der hat uns auf seine Hochzeit gestellt. Na. Ja, das heutige Publikum stellt ihm seine Ansprüche. Auch auf dem Lande, Michel. Ja, und die Wirtmengen Kies. Ja, Freunde, bloß auf dem Friedhof, da brauchen sie uns. Ja, da will sich keiner noch jatzen lassen, in Grün. Eine schöne Hochzeit war wieder mal was für uns. Mit einer rassigen Grünmusch, einem geidigen Grünpink, der Butt und der Bampft und der Kies. Alles müssen stimmen. Ja, eine große, schwere Bauernhochzeit, ja. Jetzt redet's aber ihr Chinesisch. Ja, das verstehst du nicht. Das ist die Musikantensprache. Ja. Versteh's ja ich kaum. Er möchte Musikant sein und weiß nicht einmal, was ein Grünmusch ist. Die Grünmusch heißt man in der Musikantensprache die Braut. Und der Grünpink, das ist der Bräutigam. Ja, der Butt und der Bampft, das ist das Essen. Ja, das ist doch der Schnee von vorgestern. Ja, gut war das eigentlich. Ja, aber dafür kriegst du halt nichts mehr. Schau her, wir haben dufte Tippen und haben fetzige Rhythmen. Und wir geben uns der Trauer hin, Kameraden. Wenn's auch kein Geschäft ist, bloßen darf man. Und das Bier von einem Begräbnis schmeckt gerade so gut, als wie das Bier von einer Hochzeit. Besonders, wenn's nichts kostet. Aber auf einer Hochzeit werden wir noch spielen. Eine ist uns gewiss. Was? Auf einer richtigen Hochzeit. Auf einer raren. Oh. Ja, das stimmt. Da hat er recht, der Michel. Indem nämlich seine Tochter, die zukünftige Frau Gemahlin, vom Sauhandler Xaverl seinen Sohn werden soll. Geh, da schaust du, Ruck-Ruck-Pressack. Das weißt du schon ganz bestimmt. Das werde ich doch als Brautvater wissen, nicht? Und der Vater von meinem Schwiegersohn, der Herr Abgeordnete, der weiß es auch. Geh, okay, bei dem ist doch bloß wichtig, was er mit dem Wahlkampf mehr bringt. Tu nicht auch noch politisch hetzen. Ist er sowieso ernst genug? Die Lumpen sind grotiviert, die für die Musik kein Herz haben. Ja. Geh, Michi, Herz hin, Herz her. Spülen die Charivari von Schleichwies, ist mein Sohn gesteckt voll. Spielt's hier, dann geht nichts. Dann verkaufe ich vielleicht 8 Maß Bier, wenn's gut geht. Und da von uns auf dann die Musikkapelle in 6 Liter. Gratis, versteht sie. Da kann's fett werden, mein Lieber. Kameraden, dieses ist eine Beleidigung. Nein, dieses ist die Wahrheit. Dieses nimmst du augenblicklich zurück. Michi, ich will niemanden beleidigen, aber es ist die Wahrheit. Reg dich nicht auf, Papa. Komm, setz dich wieder. Jawohl, rege mich auf. Dieses Lokal ist ab sofort für mich erledigt. Der Michi, sei doch gescheit. Sehr richtig. Geht ihr mal. Wir bedanken uns für die halbe Freibier anlässlich dem Begräbnis von unserem Klarinettisten. Aber das ist das letzte Bier gewesen, das wir in dem Haus da getrunken haben. Hast gehört? Das letzte. Entweder wir spielen morgen den Ball oder wir boykottieren den Geschäft. Ich kann euch nicht helfen. Ja oder nein? Ich bin unschuldig. Nein. Und auf Wiederschauen, die Herren. Misch du die nicht rein da hinten. Okay, das sollst du doch geht zu mir lassen. Okay. Kümmer dich nicht um mein Instrument, das krieg ich. Papa. So, das krieg ich nicht. Ja. Zum Glück gibt's noch andere Wirtshäuser in Schleichwitz. Michi, Seppi, Luke, sagst du vernünftig, ich bin völlig unschuldig. Schau, das Publikum ist, das Publikum und die Zeiten. Ach, geht zu, der Geschmack ändert sich doch dauernd. Einmal ist die Polka modern, dann der Zwiefache, ein Jahr drauf sind's wieder walzernarisch und dann sind die Hupfern wieder dran. Ja. Hör mal doch mit dem Publikum auf, ich kenn die Leute. Ja, hat keine Ahnung von unserem Jahrhundert. Ja, aber du Pressack, gell? Ja, gut. Wer die Meister nicht ehrt, der ist ja auch nicht wert. Adies. Oh, schade. Gerade jetzt, wo wir klassische Besetzung waren. He? Und das eine merkst du einmal, okay. Gell? Auf deiner Beerdigung spielen wir einmal nicht. Michi, sei doch scheiße! Hey. Was soll man denn machen? Gingen die Musikanten schon heim? Heim nicht, sondern zum Maiwirt. Da herin stinkt's. Ja, und wir? Was ist denn passiert? Wer hat denn die Musikanten beleidigt? Ja, ich nicht. Der Betreffende soll sich auf der Stelle melden, wenn er schicke nach München in den Schlachthof. Mein Schau, Kaufer, Sie sind heute ein bisschen traurig, weil Sie einen Klarinettisten verloren haben, nicht? Ja, und weil Sie den morgigen Feuerwehr gar nicht spielen dürfen. Na was, wer sagt denn das? Vielleicht der Wirt. Geh weiter, das geht doch ein Wirt, ein Trigo, natürlich spielen's. Kaufer, der Feuerwehrhauptmann wünscht sich die Charivari von Schleichwies, da kann ich überhaupt nichts sagen. Und ich möchte Schiene Blechmusik. Ja,
In der Kunst gilt die Meinung eines Schweinehändlers nichts. Auch nicht, wenn er einen Abgeordneten zum Vater hat. Du lass meinen Vater aus, wir spielen, kann man allein auch helfen, gell? Nicht den halt nur so, das war ja. Wie steht da nichts, wenn das Kasten aus. Der Strata del Sole. Ich sag's einfach, von deinem konservativen Geschmack gibt's halt leider zu wenig. Ein anständiger Mensch hört eine Volksmusik. Ja. Das Geschwerl, die Lumpen, die Chaoten und die Preisen. Die mögen die amerikanische Negermusik. Ich bin aber kein Chaot, sondern ein Patriot. Und außerdem bin ich ein niederbayerischer Viechhandler und folglich mache ich eine Blechmusikpasta. Ja, ich weiß, Herr Xaver, schau, mir persönlich ist er das auch wurscht. Für mich ist ein Musiker Musik. Hauptsache das Krach. Ja, na also? Ja, aber Krach, er dürft bei ihm mehr, ich kann nicht helfen. Wie ist denn heute das Geschäft gegangen, Xaver? Gut. Der Saumarkt in Straubing, erstklassig. Okay. Wenn ich 67 Facki habe verkauft in einer Dreiviertelstunde, Ratiputz. Wer ist denn die Möglichkeit, ne? Und 17 Stier habe ich auf die Bahn geschickt. Nein. Dann kümmert sich mein Vater darum, dass die gut verkauft werden. Auf den Schlachtviehhof der Bundeshauptstadt. 17 Stier! Ja, ja, sonst weiß ich, mein Vater sowieso zu langweilig da dran. Ja, ja, das sind Geschäfte. Ja. Ihr seid die beste Partie von ganz Niederbayern. Nächste halbe, hä? Der war der Schinger, ne? Den Bettelmusikanten. Der kann sich sein Bier selber zahlen. Schinger, mein ich? Heute habe ich eine Freude, indem das mein neuer Wagen läuft, wird der Teufel. 245 PS. In 35 Minuten fahre ich auf Straubing. Nein. In 40 Minuten auf Passau und in 1,5 Stunden auf München. Das ist ein Wagen. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, im ganzen Landkreis ist kein so Wagen da. Außer dein Vater, der seine. Außer mein Vater, der seine geht. Jawohl, Schinger wird da auch halb. Was? Am Wirt zahlst du ein Freibier? Ich kümmere keinen Benzinpreis und schon gar keinen Bierpreis. Saferl, du hast dein Leben. Prost. Hobby. Und erst ein Glück bei den Madeln. Hobby. So. Hast du? Ja, wenn er will, noch hat er ja in jeder Stadt einen Schatz. In Vilshofen, Straubing, Passau, Pfarrkirchen, in München. Ein. Fünfe. Zehne, wann ich mag. Und was für welche nicht. Durch und durch stramm gewachsen. Mehr ein Mädel wie eine Facke kann ich haben. Ho! Ja. Aber eine jede nicht. Prost. Wieso? Ich glaube, ich taug nicht zu einer Vieh- und Schweinehändlersgattin. Die Schweinezüchtersgattin nicht vergessen. Die Zucht ist mit das Wichtigste. Ja, Freude. Und nicht zu vergessen, die zukünftige Schwiegertochter eines führenden Politikers. Ja, und nicht zu vergessen, die Teilhaberschaftsgemahlin der ostbayerischen Wurstfabrik, etc., etc. Etc., etc. Jawohl. Man soll sich nicht kleiner machen, als man groß ist. Und drum sei stolz, Brigitte, sei stolz auf den Xaver. Ja, das bin ich. Und wie? Na also, dann hock dich doch her, geh weiter. Vielleicht leite ich an einem Minderwertigkeitskomplex. Mein Vater ist nämlich bloß ein alter Musikant. Ich kann heiraten, wenn ich mag. Aufs Geld schau ich nicht, das kann ich mir leisten, stimmt's vielleicht nicht? Xaverl, du bist der Größte. Ja. Der Muhammad Ali von Schleichwies. Brigitte, wir heiraten bald. Ich hab jetzt keine Zeit. Ja, der Blasengel persönlich. Einen Augenblick muss ich nur stören, Herr Gasthof. Brav, Michi, der Gescheitere gibt immer nach. Stell dein Instrument hin, sitz dich her und trink ein Bier. Nein. Michi, sei gescheit. Brigitte, schenke mir Bier hin. Nein! Auf ein Wirtel mit meiner Tochter. Jetzt geh weiter, Schwiegerpapa. Zieh sie doch wenigstens du zu mir her. Schaffel, ich darf's ja gern. Aber schau, es geht nicht.
Ich hab meine Prinzipien, verstehst du mich? In diesem Hause berührt mein Hintern keinen Stuhl mehr. Seit wann hast denn du Prinzipien? Seit heute. Brigitte, du kündigst auf der Stelle den Dienst. Hey. Oma Schiene, Kennerin, Schleckersicht, die wird die Finger bis zum Ellenbogen ab. Ich kenn die Wirt. Du Papa, ich mag fein nicht zum Neuwirten über. Jawohl, ab morgen bedienst du beim Neuwirten. Nein, ich mag nicht, ich lass mich da nicht hin und her schieben wie ein Stückel Viech. Ja, geh nur über zum Neuwirt, Brigitte. Ich bin bloß neugierig, was dann dein zukünftiger Herr Schwiegerpapa dazu sagen wird. Weil nämlich beim Neuwirt die Schwarzen ihre Wahlversammlungen abhalten, verstehst du mich? Ja, richtig. Aha. Da müssen wir doch Rücksicht drauf nehmen. Das gab doch furchtbare Komplikationen. Mein Vater muss auf seine Basis Rücksicht nehmen. Soferl, ich bin kein Politiker. Ich bin bloß ein Vater und ein Musikant. Und ich setze mein Kind da ein, wo es mir mein Taktgefühl vorschreibt. Gell? Ach du armes Dirndl, der hat überhaupt kein Taktgefühl. Kein gerades und kein schräges. Und ich will nicht, dass sie mit dieser Urwaldmusik da drin verdorben wird. Ich habe mein Kind durch und durch bayerisch erzogen, gell? Ja, das hat er, das stimmt, das hast du. Wenn er nüchtern war. Jetzt geh weiter, Schwiegerpapa, jetzt trinkst du erst einmal einen Schluck. Auf unser Vaterland gesoffen. Auf unser Musik. So ein Theater. Wegen nix und wieder nix. Wisst ihr was? Die Brigitte. Die braucht überhaupt nicht mehr Arbeit und in 4 Wochen da ist Hochzeit. Und bis dahin bleibt sie daheim, passt da. Von mir aus. Aber am liebsten gangst mir vorher nur zum Neuwirt. Nein, um Gottes Willen, ich furcht doch meinen Vater nicht in seine Politik rein. Warum krieg ich denn eigentlich kein Bier? Ja, weil's zuerst keins wollen hast. Und die Hochzeit ist einmal auf alle Fälle beim Neuwirt. Nein, mein Vater trifft doch auf der Stelle der Schlag. Ja, wenn's da ist, trifft mich auf der Stelle der Schlag. Ja, sauber. Nicht einmal an meinem Hochzeitstag darf ich glücklich sein. Jetzt müssen die eigentlich gehen. Na, aber dieses Problem muss noch geklärt werden. Da gibt's nichts. Brigitte, bring mir ein Bier. Das ist ein Kreuz. Und an dem ganzen Schaustreich, glaubst mir's, ist nur der verdammte Publikumsgeschmack schuld, das sag ich euch. Türken. Ich hab doch sonst immer einen klaren Blick. Ja. Das ist selten, dass mich ein Zweifel packt. Selten. Ich verstehe sogar meinen Vater. Und schrimpf ich kenne durch und durch. Das Lebendgewicht von einer Sau schätze ich aus 3 Meter Entfernung mit einem einzigen Blick auf 500 Gramm genau. Bravo! Da macht mir keiner was vor. In ganz Niederbayern nicht. Mein Gott, wie war das früher schön. So in die 30er Jahre war es noch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, wo wir im ganzen großen Deutschen Reich nur eine einzige schöne Musik gehabt haben. Ein strammes Blick. Jawohl, ein Nazi bist du auch gewesen. Dafür kriegst du heute nichts mehr. Der Fall ist mir zu schwierig, ich gib's auf. So, da schon her. Dankeschön. Also, wenn sich die Herren über die Musik und über das Lokal nicht einigen können, dann wisst ihr die schon einen anderen Vorschlag. Da bin ich aber neugierig. Die Brigitte sucht sich einen anderen Bräutigam. Ja. Einen, der besser zu mir passt. Einen, der sie auf melodischen Händen tragen wird. Und nicht auf Sahadler Bratzen. Einen, der mich gern hat. Und der nicht in jeder Stadt mit 5 Freundinnen herumpussiert. Einen, der zwar nicht so reich ist, dafür aber eine Künstlernatur besitzt. Ja, da gibt's einen, der liebt nicht nur den Schmus, sondern auch den Blues. Ha? Ja, was soll denn dieses Platz bedeuten? Teufel, für mich jetzt wird das kompliziert. Zum Wohl, Sauerhanger! Jetzt holt mein Vater her, auf der Stelle telegrafiere ich, als möchte ich wissen, wer ich bin. Meine Kinder! Das ist doch... Malam, Josef! Das Land ist vom Nur einen kurzen Augenblick, es geht gleich weiter in dem Stück. Was braucht der Mensch für eine Musik? Es kümmert jetzt die Politik.
soll sie vielleicht nostalgisch sein oder gut's neumodische allein. Zur Kurzweil ja, zur Langweil nein, soll die Musik halt nützlich sein. Dankeschön. Im Wirtshaus macht sie einen Durst. Natürlich, der Natur ist wurscht, denn der Natur ist es egal. Sie musiziert ja überall. Einmal in Dur, einmal in Moll, such raus, was dir gefallen soll. Ihr fragt's, wie es in dem Stückel steht? Es ist ja nur, dass Zeit vergeht. Spitzt's die Ohren und passt's ein wenig auf. Der zweite Akt nimmt gleich seinen Lauf. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Oh mei. Weiberleid, schlimme Leid. Ich mag sterben. Du stirbst schon nicht. Wer ist überhaupt auf die blödsinnige Idee gekommen, dass wir uns mit den jungen Deppen zusammentun sollen? Also, dass du das jetzt nicht kapieren willst. Aus zwei Kapellen wird eine. Das ist gerade so, wie wenn zwei Brauereien zusammen heiraten oder zwei Bauernhöfe oder zwei Fabriken. Also normalerweise müsste ich das doch freuen. Ja, und wir, narrisch. Es ist eine ganz vernünftige Heirat. Ich lerne nicht mehr um. Du hast noch nie was gelernt. Einmal ein bisschen Pompadon spielen, dann war's schon aus. Mal, wenn ihr nichts Neues lernt, müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr nicht mehr ins Geschäft kommt. Das war eine Erpressung. Eine glatte Erpressung. Eine Probe unter seiner Direktion. Die wird er nicht gleich umbringen. Okay, Mädel. Musik muss doch eine Freude machen. Au! Jetzt hab ich mich schon wieder gestochen. Ich bin keine Näherin. Ich möchte wieder zum Wirt. Ja! Aber den Feuerwehrbord, den muss er mir piercen. Mindestens 8 Tage. Heirat anständig? Ein Mann, der Geld hat, kann dir Kleider kaufen, so viel du magst. Da musst du keine Nadel mehr anlangen. Heirat doch gleich einen Neger. Der kann nichts dafür, dass es im Urwald keine bayerische Blechmusik gibt. Also eines sage ich dir aus Erfahrung. Bei einem Hungerleider von Musikanten wirst du deinen Lebtag mitverdienen müssen. Ja, bleib. Ja. Wenn es beim Mitverdienen bleibt. Bei uns jedenfalls ist es umgekehrt. Das bisschen Musikantengeld langt nicht einmal für seine Reisch. Reisch? Mit einer Maß wäre ich schon zufrieden. Wenn wir geheiratet haben, hat er mir versprochen, dass er ein Haus baut. Dass er als Musikant genauso viel verdient wie ein Maurer. Ja. Und heute hockt man immer noch da herin, in dieser alten Burg. Alles halb erfault und mit dem größten Geschwerl vom ganzen Landkreis. Schloss, bitte! Die Mauern sind dick, eine ideale Wohnung für einen Musikanten. Ja, warum hast denn du deinen Vater überhaupt geheiratet? Daran bist du nicht ganz unschuldig gewesen. Wenn der Depp wenigstens ein richtiger Musikant war, mit Freuden tät ich ja sagen, Brigitte, mit Freuden und so fort. Weil es gibt nichts Schöneres als wie eine Musikantenfamilie. Aber na, komm. Stell dir vor, ein richtiger Klarinettist, der fehlt uns groß. Nicht? Und der Pompadon, der Schwiegervater, na, Gitarre muss er spielen, nur dazu elektrische, pfui, Teufel, na! Du, der Wastl, der spielt 5 verschiedene Instrumente, auch Klarinette. Ja, ich hab ihn schon mal gehört. So blase ich hinten aus. Und komponieren tut er auch? Ja, der Beethoven von Schleichwies. Am liebsten tat ich die enterben. Von was enterbst du denn da? Gibst dir der alles Gewand nicht oder dein Haufen Schulden? Der Wastl und ich, wir werden den ganzen Zwiespalt aus der Welt schaffen, der jetzt die Kapellen voneinander trennt. Ihr braucht's bloß noch ein bisschen die moderne Musik dazu lernen. 3-4 Proben und dann Wastl seine Direktion und ihr habt den Rhythmus. Die großen Bälle, die spielt's zusammen, ja, und die kleineren getrennt. Okay, das ist doch nicht schwer. Brauchen wir doch nichts lernen. Na eben, und Geschäfte gibt's genügend. Zu viel für eine Kapelle. Ja, und die Charivari, die lernt die alte Musik. Na, da können sie auch im Bierzelt spielen. Die im Bierzelt? Hm? Da lachen ja die Hähne. Ich hab noch keine Hähne lachen hören. Jetzt probiert's es halt einmal. Noten lesen könnt's ja.
Brigitte, ich gebe alles auf, wenn ich noch eine Hochzeit bloßen könnte. Die deinige mit dem Sauhandler. Jesus, dass die Eltern ihre Kinder nie verstehen wollen. Na wirklich, ich verstehe dich sehr gut, Brigitte. Der dumme Gors bist der Dumme. Genauso dumm, wie ich einmal war. Also jetzt lass dir von deiner Mutter was sagen. Wir zwei, du und ich, wir gehören zu diesem Typ von Frauen, die auf die Musikanten fliegen. Ja, wenn er nur ein Instrument spielen kann, derjenige, schauen, wie sie da hält. Und wir kriegen nasse Augen, vor lauter Verliebtsein. Mhm, und je größer das Instrument, desto größer die Liebe. Besonders nach 25 Jahren. Mir ist ernst, geht um mein Kind. Na, Mama, um mein Glück geht's. Und das mag ich selber verantworten. Die ist ja schon unfolgsam gewesen, wie es auf die Welt gekommen ist. Ich hab mir einen Buben gewünscht, der mal Musikant wird. Na, ein Madl hat's werden müssen. Was tut denn ihm mit einem Madl in einer Bloßkappel? Ich bitte dich, Brigitte, besinn dich noch einmal. Also, Herrgott, Mama, du hast doch auch einen Musikanten genommen und nicht einen Metzger. Ja, drum rate ich dir ja ab, nach meinen Erfahrungen. Halt dir die zehnmal lieber einen Metzger nehmen. Da hört man ja nette Sachen. Ja, dann hätte man wenigstens jeden Tag was zum Essen. Das Essen ist nicht so wichtig. Ich brauche was zum Trinken. Schau, Madl. Schau, ich möchte doch helfen. Ein Musikant ist das gleiche liederliche Mannsbild wie alle anderen Männer auch. Aber er hat nichts. Und er wird der gleiche alte Depp und hat wieder nichts. Okay. Gibt's denn nur arme Musikanten? Also erschrick jetzt nicht, wenn ich dir von Frau zu Frau die ganze Wahrheit sag über die Mannsbilder. Soll ich rausgehen? Nein, bleib nur da. Das darfst du schon hören. Das Wichtigste an einem Mannsbild, das man mögen kann, ist seine Brieftasche. Ja, so denkst halt du, mit deinen 45. Ja, das wirst du auch noch. Und jetzt vergleich einmal dein Xaverl mit dem Wastel und dann wähl. Also so kenn ich dich überhaupt nicht, Mutter. Ich schon, ich kenn's gut so. Sie ist der Typ einer Frau mit Herz. Da braucht er nicht schon ein Herz, wenn der Mann Tage und Nächte lang auf die Tanzbühne umeinander sauft, voller Rausch heimkommt, den Vormittag verschnarcht und am Nachmittag schon wieder beim Wirt hockt, damit ihm das sogenannte Geschäft nicht auskommt. Ja, und das Geld hint und vorn zu wenig ist. Und so weiter und so fort. Na, no, stimmt's vielleicht nicht? Mit deiner ewigen Schimpferei kriegt man bloß einen fürchterlichen Durst und kein Bier im Haus. Ich geh! Nein, Papa, du bleibst da. Vergiss die Proben nicht, es ist ausgemacht. Ach Gott, ich bin ein armer Mensch. Wie der Acker so die Rüben, wie der Vater so die Buben. Und die Tochter wie die Mutter, oder nur ein größeres Luder. Der Xaverl kommt. Ich will den Menschen nicht mehr sehen. Da bleibst jetzt. Reiß dich zusammen. Der aufschneiderische Lackel, der. Heirat doch, wenn's magst. Gestraft ist ja jeder mit dir. Herein. Wie hat der Xaverl, grüß dich Gott? Ja, grüß dich, Xaverl. Hab ich die Ehre. Ist gut, Brigitte. Geh's einmal wieder gut. Dass du dich da überhaupt noch hertraust. Ja, warum denn nicht? Mich gefreut's, dass du gekommen bist. Mutter, misch dich da bitte schon nicht rein, das ist meine Sache. Schau, Rosen habe ich da mitgebracht. Oh. Nobel, gell? Die sind besonders schöne und ganz lange. Und nicht billig. 3,70 das Stück. Von mir aus. Gib's der Mama oder leg's am Tisch? Oder fahrst nach Straubing oder nach Vilshofen oder nach Passau und schenkst deinen diversen Fliedschein vom letzten Saumarkt. Also Brigitte, versündige dich nicht, diese schönen Rosen. Ich will denn seine Rosen nicht. Ja, Himmelherrschaft, Zeiten, was hab ich denn da hier fix übereinander? Das war doch bloß ein blödes Gerät. Schrei mich nicht an. Entschuldige, bitteschön. Ich tue es ja nimmer. Brigitte, hör mal halt wenigstens zu. Schaffel, hab dich zu mir her. Lass spinnen. Weiberei, Bäschleit. Du bist jetzt ganz schnell. Schau, Brigitte, ich bin nicht mehr der gleiche, der ich vorgestern war. Auf Ehre und Seligkeit nicht mehr. Ich habe mich von Grund auf zu deinem Vorteil verändert. Von Grund auf. Was du nicht sagst. Der Schreck neulich, der war einfach zu groß. Ich will mich ja anpassen. Ich war sogar schon zweimal in einer Disco, bloß um damit ich lerne, was du gern magst.
Sogar einen Rock habe ich schon probiert. Na, das muss lustig gewesen sein. Ohne dich, Brigitte, ist die Welt für mich so leer. Wie ausgestorben. Und in der Nacht konnte ich nicht mehr schlafen. Ich spür's am Herz. Und mein Blick, der ist auch nicht mehr der, der früher mal war. Erst halb Vormittag habe ich mich beim Nagels Meinbach wegen einem Stier um 50 Pfund verschätzt. Um 50 Pfund, das ist mir doch seit der 6. Klasse Volks schon nicht mehr passiert. Brigitte, ich mach keine Sprüche. Ich bin ein kranker Mann. So wie ich vor dir da stehe, durch und durch krank. Oh, Mike Saffel, du plagst dich umsonst. Glaub mir's, Brigitte. Für dich könnte ich jedes Opfer bringen, jedes. Ja, deine Opfer, die kenne ich. In Straubing, in Vilshofen, in Passau, in Pfarrkirchen, in München, gell? Jetzt magst du aber abschneiden, gell? Naja, es mag ja noch mehrer Sau mehr geben in Niedern-Oberbayern. Ja, die fix übereinander! Bin ich in der Hauswurst oder am Hansbult? Darf man das so mit mir reden? Also, Brigitte, darf ich mit dir eine Komödie spielen? Halb's nicht zwei. Der Urwald-Indianer, der Zusammengeschleckte, der will mir noch einmal unter die Augen kommen. Noch einmal, dann bring ihn um. Du hast ihm nichts verstanden. Ein Schlachtviehhof schick ihn auf, aber nicht nach München. Ins Rheinland auf, den soll die Preise fressen. Jawohl! Und ich soll der Pracht. Was glaubt ihr, dass ich bin? Ja. Gehen kann man so ein Mannsbild leicht. Aber wieder loswerden, das ist ein Verdruss. Gestern ist mein Vater gekommen. Ja, was hätte ich denn machen wollen? Ich habe ihm telegrafiert in meiner Not. Stell dir vor, statt dass er mir hilft, bringt er mir wen mit aus Bonn in unser Haus. Im Augenblick sitzt sie daheim bei uns mit ihren Eltern. Ein gewisses Fräulein von Langenbrakel. Eine gewisse Adelige. Ja, und die Vattern sind Parteifreunde. Und studiert hat sie auch noch. So hoch will mein Papa mit mir hinaus. Da hörst du's. Sie stammt zwar auch aus der Fleischbranche, in dem dass ihr Vater auch Abgeordneter ist und im Aufsichtsrat von einer norddeutschen Wurstfabrik hockt. Aber was soll ich denn mit einer solchen Frauenschleich wie's? No. Da lachen mich doch die Fackerl aus. Und mit mir lachen's dich nicht aus, deine Fackel. Nein, weil du passt zu mir, das weiß ich ganz genau. Jetzt geh weiter. Gib mir die Hand drauf. Schlag ein. Sei mal wieder gut und alles ist vergessen. Sei gescheit, Madl. Schlag ein. Schlag ein. Schlag ein. Es reicht dich nicht. Lagsaufall. Ich schlug nicht ein, weil glieb, auch glieb von einer armen Musikantentochter, die lässt sie nicht aushandeln wie ein Stück Viech. Gut, dann bolz dein Klump. Miss ich's nimmer, nie mehr. Und wenn mir jetzt ein Unglück passiert mit meinem Wagen, dann hast du mich auf dem Gewissen. Ja, fahr du anständig und vor allem nicht besuffer. Schade um mein junges Leben. Mein Wagen hat 245 PS. Da ist die Gefahr groß. Wirklich schade um mein junges Leben. Tja, der Sauhandler Xari ist da. Werf der da herin schon aus und eingehen, wie er mag. Brigitte, so weit seid ihr schon, hä? Ja, aber du bist noch nicht weiter. Ich lass dich gleich auf. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann wird es ja jetzt langsam Zeit, dass ich losfahre mit meinen 245 PS. Ja, steig nur rein in dein Angeber Schlitten und der Rinde. Machst vielleicht eine Taschen für deine lauwarmen Viechhandler-Träne. Ja, der Hungerleiter, der Bettelmusikant, der hat's Glück. Und ich, die gute Partie, der beste Mittelstand. Ich muss eine Preisin heiraten. Xaverl, du, vergiss deine Rosen nicht. Vielleicht kannst du es noch für was anderes brauchen.
Vielleicht als Kraftfutter für deine Sei. Brigitte, ist alles in Ordnung? Also auf geht's, wo sind die Musikanten? Darauf passt nur ein harter Rock. Ich liebe deine Küsse. Bastel! Jetzt hast du deinen Presserbruder. Rock, rock, rock. Ich liebe deine Küsse. Hör auf. Entschuldige, wird doch noch seine Freude rhythmisch äußern dürfen. Also, was ist? Was sind die Herren Kollegen? Dann fangen wir gleich an mit der ersten Lektion, mein Lieber. Da wird's hier spitzen, wer euch auffrisiert. Übrigens, geh. Einen anderen Anzug braucht sie natürlich auch. Also, wenn wir schon fusionieren, dann müsst ihr euch schon ein bisschen poppig aufmutzen, gell? Er hat da drin ein Vogel. Schluss jetzt mit dem Trauerspiel! Jetzt greife ich ein, sonst gibt's ein Unglück. Es gibt kein Unglück, das ist schon eine Katastrophe. Moment, Herr Kollege, oder darf ich schon Schwiegerpapa sagen? Ich bin ja auch noch da. Ja, halt dich an den Instanzenweg, gell? Aha, sehr seelerfarm, ja. Also, seit Adam und Eva hat es kein Paar mehr gegeben, das so füreinander bestimmt gewesen wäre, wie du und der Xaverl. Aber na, dieser hergelaufene Boogie-Woogie-Casanova muss sein. Moment, liebs Murtel. Also von wegen Boogie-Woogie-Casanova, der Boogie ist out. Du, ich geb dir gleich ein Murtel, Urbel. So viel wie du heute gesündigt hast, so viel kannst du deinen Lebtag nicht mehr sündigen. Sie ist deine Tochter, so viel Dummheit kannst du von mir nicht haben. Noch ist es nicht zu spät. Der Xaverl hat dich narrisch gern. Du hast ein Mordsglück. Mhm. Und ich habe ein Pech. Moment, Frau Mutter, sagen Sie mal, imponiert Ihnen dieses Saugate wirklich so? Wissen Sie, dass ich auch komponiere? Von mir aus. Ja, aber nicht nur Schlager, sondern auch Rock und Pop. Mhm. Ja, wissen Sie, was man als Komponist verdienen kann? Kennen Sie das Schallplattengeschäft? Oder die GEMA? GEMA? Ja, geh mal zu mir. Weil eines schönen Tages fahr ich nicht mehr einen Wagen mit 345 PS. Eines schönen Tages auf so einen Schmarrn fällt da heute nicht einmal mehr als 16-Jährige rein. Außer mein Fräulein Tochter natürlich. Kennen Sie meine Band? Ja, wenn Sie eine Kapelle schon Bande nennen. Ich kenn, was ich weiß und das gelangt. Und du, Brigitte, besinn dich. Ich gehe jetzt zum Xaverl seiner Mutter zum Spionieren. Hm? Na, zum Gewand anprobieren. Und da hockt die andere. Bedenkt es. Ja. Ja, unsere einzige Hoffnung ist der geizbrave Xaverl. Und du behandelst ihn wie ein Handwerksbursch. Also, ich kann dir gerade in den Eischlag. Schmeiß den dann aus! Oh, mach dir nichts draus. Dieselbe Szene habe ich schon mal erlebt. Mit meiner Schwiegermutter. Ja, 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 ja. Natürlich. Müssen schon wieder ein Bier mitbringen. Ihr seid keine Blaskapellen, ihr seid eine Saufkapelle. Was, Herr, ein Bier? Das ist eine Himmelsbotschaft. Ja, die Herren Kollegen. Hat es einen Streit gegeben? Okay. Ein Bier. Und ist die Lage auch hoffnungslos? Das ist der Lichtblick. Warum ist denn die Alte so giftig? Ah, das sind Übergangserscheinungen, weißt, musikalische Revolutionen. Macht euch nichts draus, setzt euch her, seid mal gemütlich. Wo Bier ist, da ist Friede. Also, ich muss an einem Tisch gesessen sein, dass ich so eine Schwiegermutter krieg. Die erste Wohltat des heutigen Tages. Danke. Wenn ich noch als Schulmadel war, da habe ich mir das alles einmal viel schöner vorgestellt. Also, was ist? Brummen jetzt oder brummen nicht? Lieber nicht. Sind wir da so zimftig? Prost, Seppi. Prost. Hauptsache, das Bier ist vom Neubier. Freilich. Ja, sollen wir jetzt probieren oder nicht? Na, probt's. Wer A sagt, muss auch B sagen. Also gut. Meine Herren, darf ich bitten, Sis ist der Beginn. Und weil ihr vom Rhythmus und Rock wahrscheinlich keine Ahnung habt, dann habe ich mir fürs Erste erlaubt, für diese doch etwas seltsame Besetzung, eine Nummer zu arrangieren, die so populär ist, dass man sie schon fast Schlager dazu sagen kann. Hoffentlich sind alle Fenster zu. So, jetzt kriegt jeder sein Plattel. Trompete. Ja. Das bist du. Basstrompete. Ja. Tuba. Ja. Tenorhorn. Bin ich. Und Flügelhorn.
Das bin ich. Ich kann nicht einmal die Überschrift lesen. Das ist Englisch. Heißt Dane's Little Bird. Hannans. Zu Deutsch Ententanz. Ententanz? Das wäre eine Viecherei. Jawohl, lustig ist es auch, aber da kommen wir erst im Showteil drauf. Englische Musik. Jetzt brauchen wir nur noch Schuhgrimm, dass wir uns schwarz anmalen können. Bum, pim, bum, pim, bum. Pim, 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 pum, pum, pum. Pim, 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 pum, pum, pum. Ja, sag einmal, bin ich denn ein Hampelmann? Auf und obi und auf und obi. Da geht er mir beim Lesen schon der Blas raus. Ich bin immer der Jünger. Die Oktavenhupferei habe ich immer schon dick gehabt. Überhaupt spielen wir für die Leute zum Tanz und nicht für die Enten. Also, jetzt sage ich es euch zum letzten Mal. Heute wird Rock getanzt. Rock, Rock und noch einmal Rock. Und da müsst ihr gerade daherkommen. Mächtig, powerful. Verstehst? Griffig. Der redet mit uns wie beim Militär. Also, jetzt glaubt es mir doch, Kollegen. Ihr habt keinen anderen Ausweg. Ja, sonst könnt ihr heutzutage weder einen Feuerwehrball spielen, noch eine Bauernhochzeit. Also, Kameraden, packen wir's. Eins, zwei, drei. Moment, den Einsatz, den gib schon ich. Von mir aus. Ich bin meinen Lebtag nicht gerissen um das Geschäft. Auf Viere kann ja jeder Hirsch sein. Ruhe bitte, ich schlage einen Tag voraus. Moment, ich habe ja noch keinen Notenständer. Ist es. Also bitte. Danke. Vier vor und auf eins geht's los. Fertig. Ja, nein. A one, a two, a one, two, three, four. Lass du, 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 ba, da, du, 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 du. Ja. Hallo, Boys, ja, was ist denn los? Sag einmal, Mandel, was klatscht denn du in die Hände? Wir haben noch gar keinen Ton gespielt. Ich hab meine Pause gespielt. So, Jesus, na, Jesus, Jesus, ist dies eine Arbeit. Also, wenn ich in die Hände klatsche, dann mache ich das nicht zu meinem Vergnügen oder aus Angabe, sondern ich gebe euch rhythmisch den ersten Takt vor. Ich empfinde ihn quasi für euch voraus. Capisto? Nix, Capisto. Also, zum allerletzten Mal, die Herren. Wollt ihr spielen oder nicht? Denkt ans Geschäft. Vater, treibt es nicht zu weit. Ich bin einsatzbereit. Gut, nehmen wir Backbiss. Augenblick, warten ein bisschen. Also, zum allerletzten Mal. Fertig. A one, a two, a one, two, three, four, los! So ein Trompeten ist mir altes Ross, gell? Das findet sein Stall von selber. Ja, ja. Also, er modernisiert einen alten Dixie zu einem Mondraketen nochmal als euch zu einer Jazzband. Ja, wenn wir es nochmal spielen, dann klingt schon besser. Moment, da fällt mir jetzt ein. Nur üben wir gleich einmal den Showteil. Also folgendes: Beim Refrainteil, genau
auf den Rhythmus passend passiert Folgendes. Also jetzt erkläre ich es euch und dann mache ich es euch mit ein bisschen Tralala vor. Erstens, beide Hände in Kopfhöhe wie Entenschnäbel viermal auf und zu machen. Quack, 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 quack. So. Zweitens, viermal mit den Ellenbogen wie mit Flügel schlagen. Klapper, 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 klapper. Drittens, quasi wie mit dem Entenbürzel viermal mit dem Hintern hin und her wackeln. Bum, 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 bum. Und viertens, viermal in die Hände klatschen. One, two, three, four. Also, jetzt zeige ich euch, wie das mit Musik wird. Quack, 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 quack. Bum, 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 bum. Klatsch, 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 klatsch. Das Ganze viermal. Was ist denn los? Was schaut es mir da vor mir so blöd an? Brigitte, ruf einmal den Egelfinger um. Wir hätten einen zum Hoffen. Aber Vater, probiert's es halt. Wie sollen wir denn sowas überhaupt machen, wenn wir sitzen und spielen? Ja, dann steht's halt auf und stellt's eure Instrumente hin. So heißt der Bombardon kann sitzen bleiben und blasen, der ist auch so komisch nur. Von meiner Band läuft der Rhythmus weiter. Du sag einmal, weißt du, sind jetzt wir Tänzer oder Bläser? Herrschaftszeiten, das bisschen Quack, Quack und mit dem Arschwaggeln wirst du noch zusammenbringen. Tu mal dein Arsch her, dann bring mir zum Wackeln. Ja, schau, was, ein John Travolta kannst du aus dem alten Blasmusiker natürlich nimmer machen. Jesus, ja. Da sind sie alle ins Kino reingerinnt, gell? Bei dem sind am Samstag Nacht Fieber. Ja, ihr Hirsch, und wer rettet denn vom Travolta? Außerdem ist der auch schon längst vergessen. Also, was ist? Soll ich euch jetzt auffrisieren oder wollt ihr euer Lebtag lang Landler dudeln? Wenn du jetzt nicht gleich schleichst, Birscherl. Na, frisier mir die auf, aber nicht so, dass du bloß mit den Arsch wackelst, sondern dass du die ganze Oktave rauf und runter winzelst, als wäre ein gestutzter Hund. Das ist hoffnungslos, das ist hoffnungslos. Und ich habe mir gedacht, dass wir nach der zweiten Probe vielleicht schon ein bisschen New Wave übergehen könnten. Ist das was zum Essen? Nein, es ist eine Mischung aus Reggae und Rock. Und du bist eine Mischung aus Trottel und Depp. So. Bin nicht aus, ist und gar ist. Wer nicht mitmacht, der macht im Bankrott. Wer sich nicht helfen lassen will, der soll krepieren. Das ist das Gesetz der freien Wirtschaft. Jugendverderber! Ich bin ja bloß froh, dass ich den so in Geisteszustand noch rechtzeitig entdeckt habe. Meine Enkel sollen noch mal einen rechtschaffenen Vater haben und keinen Schlawiner. Kameraden, die Probe ist aus und ja. Wir bleiben hier. Ja, ja, ja. Gott sei Dank. Der Herr hat uns von dem Antenruck erlöst. Aber das merkt ihr euch. Der Konkurrenzkampf wird fürchterlich. Grausam und rücksichtslos. Die Beerdigungen bleiben uns immer noch. Und die ganz raren Hochzeiten. Gell, Brigitte? Die Musik bestimmt immer noch der Bräutigam und nicht der Braut. Vater. Außerdem ist die Brigitte volljährig. Komm, Schatz, wir gehen. Sie bleibt. Geht es du, gell? Moment, meiner zukünftigen Lebensgefährtin gebe aber nur ich die Befehle. Oho, du Ehr, dass ich da als Familientyrann aufspielen. Wenn's unbedingt ein Musikant sein muss, Madl, ich such da einen. Du schleichst dich. Aber einen richtigen, tüchtigen Musikanten, einen Künstler, der sogar auf dem Oktoberfest spielt. Also, Brigitte, entweder oder. Ich zähl bis drei. Eins. Zwei? Halt du Smei! Wein dich aus, Mädi, so weit konnt ihr gar nicht sein. Drei. Gut, mir ist das wurscht. Aber das merkt ihr euch. Der Konkurrenzkampf wird grausam und rücksichtslos, ihr Blechhaferlmusikanten, ihr Grauen. Pressakanten! Rock, rock, rock! Wein dich aus, Mädi, wein dich aus. Jede Träne hat sieben Freuden im Gefolge. Mein Sohn ist Organist und noch ledig. Soll ich ihm vielleicht schreiben? Na, Herrgott, ist das schade, dass ich bereits verheiratet bin. Ich bin ein Jungsei, aber ich blase halt bloß die Basstrompeten.
Und wo ist der Militärmusiker? Du, ich gebe auf der Stelle ein Inserat auf. Solide Musikantentochter eines Pompadon sucht einen Stabstrompeter mit hohem C. Ich heirate überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Weißt du, dass du von dem Ruckbazi auch nichts mehr wissen willst? Ich gehe ins Kloster. Na. Und dabei hätte ich es euch so gut gemeint. Ja, kümmer dich nicht um uns. Wir spielen, wenn es uns gefreut. Dass ihr wieder ins Geschäft kommt. Und ich hab's alles verdorben. Geschäft hin, Geschäft her. Eine schöne Leiche ist auch nichts wieder, ne? Na, Beerdigungen haben wir schon genug. Aber es ging nichts über eine schöne Hochzeit. Ja, wieder einmal eine schöne Hochzeit. Ja, einmal noch eine Hochzeit. Ja, eine noch. Und wenn ich selber herhalten müsste. Awe! Das ist der Verkehrte. Kameraden, der Herr Abgeordnete, der Sauhandler Xaverl Senior in eigener Person. Da verrückt. Jetzt wird's politisch, Kameraden. Hochpolitisch. Gehen wir, das sind Familienangelegenheiten. Nein, 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 bleib so, ich bitte euch, bleib so, ich brauche einen Zeugen. Ja, jetzt fahren wir mit der Dusche. Ich kann nicht reden. Nein, ja? Machen wir gar nichts, sagt man sie, sind wir zünftig, trinken wir uns ein Bier zusammen. Ich verstehe aber nichts von der Politik. Ja, ich auch nicht. Bei der Politik ist gerade so wie bei der Musik. Zuhören, das kann ja jeder, aber aufspielen, das ist eine Kunst. Herein! Ja, wer kommt denn da? Der Herr Abgeordnete persönlich. Habe die Ehre, Freunde, seine Immunität. Habe die Ehre. Ist gut? Ja, sitzen Sie, komm, sitzen Sie da aufs Kanapee. Da sitzt man ein bisschen weicher. Ich bin ganz aufgeregt, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Mach keine Umstände, Michi. Michi hat er gesagt. Ja, wie soll er denn sonst sagen? Du heißt Michi, wir sind miteinander in die Volksschule gegangen. Ja, ja, aber er hat es nicht vergessen. Ja, die Volksschule soll er auch noch vergessen haben. Es ist ja schon nur, dass er das Volk vergessen hat. Was habe ich vergessen? Na ja, er ist immer noch derselbe alte Spaßvogel wie früher. Nein, ich bin gekommen. Weil ich meinen Xaverl suche, der ist seit der Früh nicht daheim. Bei mir ist er nicht. Habe die Ehre. Fräulein. Brigitte, hä? Aha. Nicht ohne. Respekt. Sauber haben sie ihn herausgewachsen. Ja, also, wir warten mit dem Frühstück auf den Xaverl. Wir warten zum Mittag mit dem Essen auf den Xaverl. Wir warten Nachmittag mit dem Kaffee auf den Xaverl. Meine Gäste werden langsam ein bisschen nervös. Was geht mich, ihr Xaverl, an? Richtig. Was geht dich, mein Xaverl, an? Also, ohne dass wir lange rumreden, Fräulein, es ist nicht so, dass ich meinem Sohn Vorschriften machen möchte. Die Zeiten sind vorbei. Aber taktisch gesehen wäre es ein Fehler und taktisch muss er Rücksicht nehmen. Da kann ich ihm nicht helfen. Natürlich, selbstverständlich. Bei uns einen kommt alles in die Presse. Alles. Jeder Schwarz. Nein. Jeder nicht. Jeder. Ob ich jetzt drum in Bonn auf einem Empfang in der sowjetischen Botschaft so ganz nebenbei bei einer kleinen diplomatischen Plauderei die russische Fackelzucht ausspioniere, ob ich dem Herrn Bundeskanzler auf dem Gang schnell einen guten Rat gebe. Immer ist die Presse hinter mir her. Ja, mein Schaffel, du bist ja jetzt ein großer Herr, nicht? Menschlich gesehen kann ich meinen Sohn ja verstehen. Sozusagen von der Basis her. Ja, Fräulein, da hat er schon seine Freude mit einer haben können. Aber taktisch wäre so eine Heirat ein Fehler. Und ohne Taktik geht in der Politik gar nichts. Dass Sie sich auskennen. Ich will Ihrem Xaverl nichts mehr. Ich bin fertig mit ihm. Aus! Ja. Na, ist sie ausgehandelt. Reden wir nicht mehr davon. Na ja, so kurz vor der Wahl hätte ich keinen Skandal brauchen können. Ihr wisst schon, die Presse, die Opposition, die Parteifreunde, uns einer hat überall seine Feinde. Am Ende hätte mir die Heirat noch 10% Stimmenkost. Ja, mindestens. Ich bin nämlich auch wahlberechtigt. Herr Abgeordneter. So, naja, taktisch kriege ich also sozusagen deine Stimme nicht. Na. Fräulein, das ist jetzt ernst. Wegen einer menschlichen Kontroverse darf man politisch keine Fehler machen. Na, meine Stimme kriegen Sie bestimmt nicht. Weil ich von euch überhaupt nichts mehr wissen will. Überhaupt nichts mehr. Demokratie war schon recht, wenn es bloß keinen Wahlkampf gäbe. Naja, bei mir ist die ganze Familie wahlberechtigt. Wir sind drei Stimmen. Unsere ganze Kapellenwelt.
Und unsere Familien und unsere Freunde. Kameraden, ihr müsst heuer wieder auf meinen großen Wahlversammlungen blasen. Ja. Ich lade euch hiermit offiziell dazu ein. Jawohl! Übrigens muss ich noch sagen, mein Gsafferl, du, beim Neuwirt drunter sollen wir diesmal für die Schwarzen blasen, haben sie gesagt. Was ist das? Wenn wir spielen, dann dürfen die Wahlreden kürzer sein. Ja, und nach jedem Zwischenruf kommt ein Tusch. Jawohl. Ja. Nach jedem Zwischenruf ein Tusch. Ja. Kameraden, Respekt auf euch ist verlassen. Ja, und Bier dürft ihr trinken, so viel zaufen geht's. Ja, schön. Ja, jetzt wird's allerweil. Ja. Nach jedem Blärer ein Tusch. Ja, wir sind halt alte Schulfreunde und alte Schulfreunde halten zusammen. Habe ich nicht recht? Fralle. Und wenn der Redner mit der Rede fertig ist, dann hauen wir gleich den bayerischen Defiliermeister an. Kameraden, ich mag euch. Ihr seid mir die Lieben in meinem ganzen Wahlkreis. Ja, erstmal glauben, Michi. Menschlich gesehen tut mir das weh. Arg weh, das mit meinem Xaverl und deiner Brigitte. Menschlich war ich gern mit euch verwandt, aber taktisch kann es halt nicht sein. Reden wir nicht mehr davon. Was nicht sein kann, kann nicht sein. Aber was anderes, Xaverl, im Vertrauen. Die anderen da drunten beim Neuwirt, die meine, die packen diesmal auch im Bund. Was sagst du? Ja, du ziehst nicht mehr so. So recht, Xaverl. Sogar Handwerker, wenn ehrlich, der Spanier-Meister Schrottenloher hat zu mir gesagt, wer ein Xaverl will, der wird die Großkopferten. Hat er gesagt? Ja, und so reden viel. Auch der Schneidermeister Liebel hat es gesagt, ja. Ja, und ich weiß gar nichts davon. Ja, du bist kein Mann des Volkes nimmer. Was? Nein, du gehst jetzt zu den Großkopferten, zu den Quapiten. Ich und kein Mann des Volkes nimmer. Ich, der Sauerhandler Xaverl. Ja, zähl mal alle deine Titel auf, wenn du das noch kannst. Schweinezüchter, Händler, Mester, Abgeordneter, Großviehhändler, Viehimport und Export, Teilhabe der ostbayerischen Fleischfabriken, Häuser- und Realitätenbesitzer, Vorsitzer, Beisitzer etc. etc. Na und? Deswegen bin ich doch allebei noch derselbe alte, saubere, anständige, kleine Sauhandler Xaverl. Nein, nein. Die Titel sind zu lang geworden die letzten Jahre. So ein Kleid. Ich schon kein Mann des Volkes nimmer. Ja, schau dir doch einmal in den Spiegel rein, dann merkst du gleich, wie zart deine Haut geworden ist und wie fein deine Bratzeln sind, die alle Tag bloß Minister und Millionäre patscheln, aber keine Bauernbratzen nimmer greifen. Schau mal den feinen Sklüfterl an. Das hat kein hiesiger Schneider gemacht. Und den noblen Hut dazu, der stammt nicht vom Hudrer in Vieshofen. Hör auf! Ich und kein Mann des Volkes nimmer. Das sind ja saubere Aussichten. Ja, vor 10 Jahren, da bist vielleicht noch einer gewesen, aber heut, bist ein Herr. Larifari, ich bin wie immer. Ja, lasst euch doch nicht narrisch machen. Das sind doch alle solche Schmatz von der Opposition. Reine Wahlpropaganda ist das. Aber bitte, wenn die mir so kommen, bitte. Ich weiß auch von Manipulationen von diesen Herren und nicht zu wenig. Dein Gegner ist bloß ein Regierungsrat, aber sehr beliebt. Bloß weil er ein paar 100.000 Magel mehr auf dem Konto hat, war ich kein Mann des Volkes lieber. Da lache ich ja die Kühe. Aber die wählen nicht. Das ist eine saubere Demokratie, die für Millionäre keinen Platz hat. Mach da nichts draus, nimmst die tragisch da, trinken wir einen Schluck. Und auf deinen Wahlversammlungen blasen wir diesmal besonders schön. Ja. Dagegen muss was unternommen werden. Weißt du was, Xaverl? Gehen wir doch in die Höhle des Löwen. Jawohl! Gehen wir zum Neuwirt. Unser Bier ist sowieso kalt. Ich war schon seit 15 Jahren immer beim Neuwirt. Ja, du musst den Stier bei die Herren packen. Du musst es selber erleben, dass du kein Mann des Volkes mehr bist. Natürlich. Taktisch ist eine Meinungsforschung die beste Voraussetzung für eine Wahlstrategie. Ja. Manda, ich mach mit. Auf geht's! Und hoch so erleben, der Herr Abgeordnete. Dreimal hoch. Ohne Tritt. Marsch. Du vergisst das Biertrager. Also, Kameraden, heute wird's wieder spät werden. Und wenn der alte Wirt erst erfahrt, dass wir mit seiner Immunität beim Neuwirt zocken. Rock, rock, rock! Fressack! Jetzt ist an uns, wir haben leicht Platz in meinem Wohn. Ja, nein! Und ein 4er, 5er, 6 Meinungen, die erforschen wir heute allerlei noch. Jetzt schmeckt's mir erst recht. Ja, und wenn's frech werden, die Anhänger von dem Herrn Regierungsrat, dann demonstrieren wir einfach für den Frieden. Ja, voll! Die Politik, das ist ein Lumpersgeschäft. Die nur ein Bier haben, dann sind's fidel.
Brigitte! Ich komm gerade von Straubing. Mit Vollgas fahre ich hin, mit Vollgas fahre ich zurück. Alter Hofen, jetzt mit Walter Stessen und zu Ofer Schneiding rein in Gockel zusammen und zu Wallersdorf nehmen wir mal ein Haus mit. So hat es mir noch nie pressiert. 160 Kilometer Schnitt auf Ehrenseligkeit. Aber ich hab nicht hinwerden können. Ich kann nicht hinwerden. Eine Straßenlack hat der Karren, als wie ein Rennwagen. Dabei weiß man heute wurscht bin. Ich hätte hinwerden mögen. Verstehst? Um mich ist es nicht schad. Ich mach mir nichts mehr aus meinem Leben. Nicht so viel. Wenn ich mich schon umbringen will, dann kannst du mir wenigstens zuhören. Erzähl fix, hörst du mir zu, oder nicht? Unverschämter Mensch, unverschämter Schleichti! Ich will dir doch bloß helfen. Ich tu dir doch nichts. Ich geb dir mein Ehrenwort, dass ich dir nichts antue. Ich will dich doch bloß heiraten. Herrgott, warum hab ich mich mit dir einlassen? Bin ich nicht so greislich, dass du mich nicht anschauen magst? Bin ich giftig? Du sollst mich anschauen, hab ich gesagt. Lass mich aus! Ich red mit dir kein Wort. Nichts ist erkennt. Was man macht, ist falsch. Da kauf ich eher sechs Kalberkühe, bis dass ich mit dir handeln sehen wär. Schau her. Für dich. Da. Rotbraun, hochelegant. Das Beste und Teuerste, was in Straubing zum Home war. Da. Und alles habe ich doppelt. Jawohl. Da. Bittchen. Bittchen, schenk's deiner Mutter. Die Verkäuferinnen haben vielleicht geschaut. Zwei schwarze Handtaschen habe ich. Eine jede über 200 Mark. Da? Schmeiß auf den Misthaufen aus! Mir ist es egal! Da, bitteschön! Mir kann kein Mensch mehr helfen. Niemand! Ein Mantelstoff, der dir vorige Woche so gut gefallen hat. Bitteschön, da, heute kannst du das Putzlocken hernehmen. Steig drauf, zertrauen, bitte zerschneiden, zerfetzen. Lass die Wut raus. Mir ist es egal. Ich habe noch etwas. Weil ich der größte Hans Wurst bin vom ganz Niederbayern. Drum hab ich noch was. Wo ist denn raus mit dem Fetz? Da, da schau her. Was meinst, wie es da geschaut haben? Da, bitteschön, damit kannst du deine Musikanten die Instrumente putzen. Da? Du warnst ja echt. Und wegen meiner. Magst du mich vielleicht? Du bist ein narrischer Mensch, Xaverl. Ich verspreche dir heute feierlich, dass ich mich zu deinen Gunsten ändere. Ich glaub's dir. Wirklich. Und du musst mich jetzt auch mögen, Brigitte. Ganz, verstehst? Dann werde ich auch nicht mehr so zornig. Ja. Ich bin als friedlicher Mensch bekannt. Ich bin der ruhigste Viehhändler vom ganzen Gai. Mir fehlt bei dir bloß dieses eine, Brigitte. Weißt schon. Dieses eine, das kannst mir jetzt nur noch du geben. Sonst keine auf der ganzen Welt. Keine. Es bleibt bei dem Hochzeitstermin, gell? Vor meinem Vater brauchst du keine Angst haben. Diesmal pass ich nicht auf ihn, daheim regier ich. Mm-hmm.
Publikum, es ist ein Kreuz. Verheiratet, ledig, nur bereits. Von Dauer ist auf der Welt kein Schmerz, kein Glück und auch kein Geld. Der Mensch erhofft ein gutes End. Er hat es nicht in seine Hände. Er hat es nicht in seinem Haus. Am Ende kennt kein Mensch sich aus. Wäre nicht so manches gute End noch besser, wenn es früher zu End? Warum? Wieso? Frag lieber nicht. Es ist ja grad, dass Zeit vergeht. Und drum, ihr Leid, passt's noch mal auf. Der letzte Akt nimmt seinen Lauf. Oh nein, oh mein, mich legst du mal. Michi, Michi, das fang ja gut an. Ja, so eine Garde. Ja, gib's denn das? Ja, ja. Man, nur schon Mitternacht, weiß ich. Weißt du, eine Bauernhochzeit? Das ist für einen Wirt die größere Aufregung als wir für die Braut. Und wenn du am Schluss genau nachrechnest, bleibt weniger übrig, als du vorher erhofft hast. Also, wenn ich nur mehr auf die Welt komme, das sage ich dir, dann wäre ich alles andere nie mehr ein Wirt. Weißt du was? Jetzt schenkst du mir eine frische halbe Bier ein. Ich brauche heute einen klaren Kopf. Sehr gut. So. Ja, Herrschaftszeiten, passt auf, schmeißt mir die schöne Geschirr runter. Die Versicherung zahlt wieder nicht. Ja, ein bisschen müsst schon aufpassen. Ja, ja, jetzt war nicht, Mari. Ist schon gut, ich hab heute das Mahlgeld ein bisschen großzügiger kalkuliert, nicht? Das ist schon drin. Aber zusammenkehren, zusammenkehren, die Trauung ist bald auf, nicht? So, Boys, da waren wir. Jetzt suchen wir uns nur noch einen gescheiten Platz. Ich dachte, wir bauen uns am besten da hier unten auf. Genau, ein Lautsprecher stellen wir her. Kicke, Synthesizer, dann über, dann haben wir die ganzen Stühlen aus. Und dann riechst du den Tisch so her, wie du ihn brauchst. Wolfi, Franz, komm auf das Podest, das ist das Beste, gell? So, und Kicke, du sollst da gleich eine Steckdose. Hey, hey, was wollt's denn hier da? Nicht hitzen, meine Herren, wir lassen uns Zeit. Wahrscheinlich brauchen wir ein paar softe Nummern, falls die werte Bürgerschaft sowas verlangt. Was ihr da wollt, hab ich gefragt. Ah, gut, die zwei Stimmen müssen wir dann auch sagen. Wer hat euch Herbste? Weil vor uns muss eine Tanzfläche bleiben. Unsere Fans sind ja schnell bei uns herum. Wer euch Herbste hat, möchte wissen. Uns? Ja, wer denn? Schau, uns hat niemand Herbste. Ja, dann haut's doch ab, Wastel. Nein, wir bleiben, und wenn du dir auf den Kopf stehst. Aha, das fängt ja gut an. Du, ich bring das einfach nicht übers Herz, dass die Brigitte ihre Hochzeit ohne mich feiert. Sauber. Sie hat mich nicht einmal eingeladen. Naja, nicht einladen dürfen wahrscheinlich. Als ob wir jetzt ewig miteinander vergraßen müssen, bloß weil wir nicht geheiratet haben. Ja, das ist doch mir ganz wurscht, was. Aber ich hab da keinen Platz für euch. Also, ich fühle mich noch genauso gut, ihr Freund, wie früher. Du, genauso, da bin ich fair. Ja, aber zahlt wird's hierfür nicht, gell? Vom Herrn Bräutigam nicht und von mir erst recht nicht. Ja, aber ich bin ja gratis. Was gratis? Musik frei Haus, ja, und? Aus Freundschaft, aus Sympathie. Ja, reden wir nicht lang. Ich kenne die Brigitte, ich weiß, die steht auf unsere Rhythmen. Verstehst du, die mag einen Hard Rock. Gratis spielt der dumme Teufel. Ein Hochzeitsgeschenk, jawohl. Ja, das ist ein schönes Geschenk. Da kannst du runterbeißen. Du, das taugt ja nicht einmal für den Glassturz. Du, sag mal, ob ein bisschen Saft da ist, dann könnte man schon ausspielen. Was, was, Saft? Nix Saft. Bier kriegst auch keins, außer ihr zahlt's. Ja, und zum Essen kriegst auch nichts, außer ihr zahlt's. Wir wollen ja nichts geschenkt. Ah! Hört doch auf! Hört auf, Zeit! Das ist ja die reinste Körperverletzung. Aber da pass auf, was dir der Herr Bräutigam erzählen wird. Da pass auf. Wir spielen ja nicht für den Bräutigam, wir spielen für die Braut. So, oder? Jetzt geht's auf. Ja, am besten wird's sein. Ich verstehe dich sofort mit Polizei. Es befinden sich nämlich hohe, ja sogar allerhöchste Persönlichkeiten unter die Hochzeitsgäste. Du, die sollen sich in meinem Haus wohlfühlen, verstehst? Wenn wir ein bisschen rocken, dann hebt's euch aus die Socken, dann wird ein jeder Hai, sogar ein altes Wai. Du bist vom wilden Affenbissen auf deine Ferserl ist du geschissen. Gut. Was? Kannst du mir meinen Text machen? Was, bitte, sei doch vernünftig, es können doch nicht zwei Kapellen blasen. Ja, wer redet denn von Blasen? Schau dir doch mal meine dufte Besetzung an. Griffig, was? Jetzt spinnt er komplett. Da gibt's nur noch eine Rettung. Die Polizei.
gehört, Telefon. Ja, ich hab's schon gehört. Der alte Busch gleich wie's Gratschneider. Was? Hä? Oh, hab ich die Ehre. Jawohl. Bomb, persönlich ist am Apparat. Jawohl. Ja, wird ausgerichtet, mein Fräulein. Selbstverständlich. Sie können Ihnen sich verlassen, indem dass Sie mit dem Wirt persönlich sprechen. Jawohl. Hä? Was? Ach so, ja. Grüß Gott. Bomb persönlich war am Apparat. Der Herr Außenminister kann auch nicht kommen, der muss brandeilig nach Moskau. Na ja, ist wurscht. Ein Quappelter weniger. Aber dafür schicken Sie ihm für innerdeutsche Beziehungen. Warum? Wahrscheinlich ist der für Bayern zuständig, gell? Ich glaube, die Kirche ist aus, jetzt werden Sie jeden Moment kommen. Weiß, so langsam müssen wir es packen. Hoffentlich geht das gut aus. Ah. Also, wenn ich sowas erlebe, dann muss ich direkt kommen. Schön. Schön ist so eine bayerische Hochzeit. Ah. Und gut spielen Sie heute. Sehr gut, schneidig. So gut habe ich es noch gar nicht gehört. Also, auf geht's weiter. Ich schicke Sie in der Küche zum Garnieren anfangen. Geh mal, ist die Suppe schon vorbereitet? Also, Avanti, wer Chef machen will, der darf nicht faulenzen. Ah, jetzt kommen's. Hochzeitspaar, werte Hochzeitsgäste, sehr zum Wohle! Prost, Herr Minister! Weißwurst und ein Zimt dazu. Weißwurst und ein Zimt dazu. Zu mir, denn ich komm nicht zu dir. Komm zu mir, denn du weißt, ich bin hier. Nicht aufregen, Herr Minister, das Wildnis, was Sie da sehen, sind uralte Hochzeitsbräuche. Uralte. Zwei Kapellen, eine junge und eine alte, eine konservative und eine fortschrittliche, sozusagen eine große Koalition. Ja, das gibt's nur in Bayern. Was ist denn, meine Herrschaften? Was ist denn? Setzen wir uns wieder hin zum Essen. Ja, hört hier auf, Raff, seid doch vernünftig, Saffern, bitteschön. Das ist Hausfriedensbruch. Dafür kommt das Zuchthaus. Und ins Narrenhaus. Das ist bei dem noch nicht raus. Ja. Was habt ihr denn alle? Ich spiel doch der Braut zu Ehre, das ist mein Hochzeitsgeschenk. Ich wollte es nicht, ich brauch von dir keine Ehre. Mein Wastel, sowas magst du mir antun. Ja, Himmel, Herrgott, das ist tatsächlich mein Hochzeitsgeschenk an euch. Bin euch nämlich nicht mehr bes. Dir nicht und dir auch nicht. Jetzt begreift's doch das endlich. Xaverl. Also gut. Dein Spielzeit. Dein Präsent ist auch nicht weniger wert, als wir die 16 Blumenvasen, die wir schon gekriegt haben. Was wird denn hier eigentlich gespielt, hä? Das ist eine schöne Gaudi. Wenn ich nicht blitzschnell die Situation erfasse und sage, dass es ein uralter Brauch ist, ist der Teufel los. Der Minister hat vielleicht geschaut, wie er zahlen soll. Prozedierten, ihr seid da zum Repräsentieren und nicht zum Raffer. Ja. Mei, sie wollen uns halt unbedingt die Freude machen und auch spulen. So. Ja, also nachher, ne? Nachher. Jetzt kommt's. Ja,
geht weiter. Im Übrigen bestimme ich den Ablauf von Wort und Musik. Verstanden? Okay. Also, hat alles seine Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Die werden Sie leicht. Regt euch nicht auf, Kollegen. Den Herrschaften gefallen ja unsere Rhythmen sowieso besser als ein ewiges Tunnel. Glaubst du? Ah, lass ihn stehen. Lucky, Seppi, jetzt gibt's ein Bier. Da schau her. Na, da bleib. Oh, ja, komm her zu mir, lass dir ein bisschen helfen. Gemeint, das könnte sonst gleichzeitig, dass du mal stolperst, weißt? Den Durchgang da, den kontrollieren wir. Mann, Prost! Jetzt darfst du schon wieder gehen. Für dich gut. Prost. Rümpfig, Saublitz, was hab ich denn gesagt? Pass auf! Aber nicht so, wie noch! Die schaffen mich doch haben, verstehst du? Gemeint, was? Wenigstens heute, also wisst ihr was? Einmal spielt ihr und einmal spielen wir. Also mit ein bisschen guten Willen müsste doch das zu machen sein. Nein, das sind zwei Welten. Jawohl, das ist kein Zusammenstand. Dass sie der Hochzeiter das bieten lasst, das wundert mich. Ja, du hast doch gehört, dass wir wieder gut Freund miteinander sind. Das ist ein gefreut, dass ich nicht mehr best bin auf ihrem. Auf der Freundschaft des Pfiffer. Was ist denn los? Spielt's mal, die Leute wollen eine Musik hören. Der Hungerdampf ist fällig. Ja los, auf geht's, dann spielen wir miteinander. Nix da! Der Hungerdampf gehört uns. Also gut, na. Spielen wir, wenn euch die Luft ausgeht. So wie ihr euch kennt, sauft ihr sowieso lieber. Geht's dir, Fraule? Ja, schon. Wird schon lustig werden heute. Hm? Das Schlimmste haben wir überstanden, gell, Herr Pfarrer? Das glaube ich wieder weniger, Xaverl. Die Kopulation ist bei der Ehe nicht das Schlimmste. Liebes Hochzeitspaar, werte Hochzeitsgäste, ich bin stolz auf meine Schwiegertochter, sehr stolz sogar, das dürft ihr mir glauben. Sie ist eine schöne, eine brave und was die Hauptsache ist, sie ist ein Mädel aus dem Volke und gerade die rechte Frau für mein Xaverl. Sie passt zu uns und wir passen zu ihr. Wir sind eine Familie, Musikanten, Viehhandler, Politiker. Das ist ein Zusammenstand, da kann man ja sagen. Xaverl, dein Vater ist recht zufrieden mit dir. Das Brautpaar, es lebe hoch. Hoch! 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 Man hat mir da heute früh eine norddeutsche Zeitung zugespielt. Ein christliches Blatt zwar, aber ich habe mich halt doch sehr gewundert, wenn das bloß keine Folgen hat. Haben Sie nicht schön geschrieben? Naja, die Presse, man kann nicht im Frieden leben. Naja, Sie haben halt ein bisschen komisch geschrieben. Da schauen Sie her, ich habe mir's ausgeschnitten. Da steht's: Der Sohn des bekannten niederbayerischen Bundestagsabgeordneten etc. vermählt sich mit der Baroness Brigitte von Schleichwies auf Schleichwies und so weiter. Ist das nicht ein bisschen sonderbar? Naja, das ist ein Druckfehler. Baron haben sie geschrieben. Bombardon, jetzt heißt es so. Meines. Naja, ich hab denen drum gesagt, nicht wahr? Die Braut stammt aus dem Schloss Schleichwies und heißt Brigitte. Ne? Das ist ja nicht gelogen. Ja, gelogen nicht, aber sehr gekonnt formuliert. Ja, aber was hätte ich denn tun sollen? Ne? Da herunten in meinem Wahlkreis, da bin ich natürlich sehr froh, dass eine Musikantentochter geheiratet hat. Ein Mädel aus dem Volke und keine bessere. Ne? Ich bin da ganz konform mit der Parteibasis. 60% Stimmen sind mir sicher. Ja, mein Xaverl, der hat schon ein Käpperl. Das ist ein Taktiker. Aber drum in Bonn, in der Gesellschaft, in den Aufsichtsräten etc. etc. Da muss ich wieder ganz anders taktieren, Herr Pfarrer. Das ist alles Taktik. Gut, dass die Musik nicht spielt. Ja, jetzt wird's aber Zeit. Progota, der Hungertanz. Ah ja, freilich. Musikanten, ein Hungertanz. Ob das ohne dich geht, Papa? Yes, Musik! Hab ich ganz vergessen. Thank you.
recht, he? Ist das dein Hochzeitsgeschenk, he? Mir der Fahrspiel, das war so ausgemacht. Jetzt schmeiß ihn eigenhändig raus! Nicht nervös werden, Herr Minister, nicht nervös werden. Das sind uralte Bräuche, uralte Bräuche. Nein, das hat mit Brauchtum gar nichts mehr zu tun. Das ist der Anfang von einer ganz ordinären Rauferei. Schämt's euch. Der Braut ihren Ehrentag so in den Schmutz treten. Ja, die haben angefangen, Herr Pfarrer. Ich hab das ewige Bumster da, von denen ich da einfach nicht mehr anhören können. Man hätte nicht warten können, bis die unseren aufhören. Schluss jetzt und vertragt's euch. Was ist denn das für eine Welt, in der sogar die Musikanten streiten? Alt und Jung passen heute nicht zusammen, Herr Natürlich Pfarrer. Passen sie zusammen. Die Alten sollen leben und die Jungen daneben. Es könnte doch alles so schön sein. Ja, schaut's euch die Braut an. Jetzt weint sie. Macht ihr doch nicht einen solchen Verdruss und vertragt euch. Entweder ihr wechselt's brav ab, einmal spielt's ihr und einmal spielt's ihr. Ja. Ohne Neid und Eifersucht. Melodie und Rhythmus im Wettstreit. Oder ihr probiert es einmal miteinander. Ja, macht's eine Koalition. Das ist Taktik. Ohne Koalition können nicht einmal wir regieren. Nicht einmal wir. Ja, das ist ja mein Vorschlag von Anfang an. Ich wollte ja mit denen fusionieren zu einer Kapelle. Quasi zu einer altbayerischen Volksjazz-Band Schleichwieste. Das schwebt mir schon seit Monaten vor. Ja, da habe ich auch schon was Leuten hören davon. Hintenrum natürlich. Es soll ja sogar schon eine Probe stattgefunden haben. Ja. Ja, und wie ist es? Könnt ihr auch schon ein Stück miteinander spielen? Ja, eins. Bring es schon zusammen. So. Ja, da bin ich aber neugierig. Und, Compadon, na, wie heißt denn das Stückel? Ententanz. Wie? Ententanz. Ententanz? Auf Englisch, Dance, Little Bird. Ach so, nicht schlecht. Ja und, wird's gehen? Wenn Sie es anschaffen, Herr Pfarrer. Jawohl, ich schaff's an. Aber den Einsatz gebe ich. Quatsch! Den Einsatz gebe ich, natürlich. Wisst ihr was? Den Einsatz gebe einfach ich. A one, a two, a one, two, three, four. Ich kann leider nur einen Tanz, einen Walzer, und den kann ich nicht gescheit. Ja, das ist aber nett. Probieren wir's. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. We'll be right back.
Applaus.